Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 117 von Avorion. Ja, wir hatten hier letztes Mal so ein paar Feinde wieder gemacht. Wir haben eine Raumstation geschaut, die Waffen hat. Und dann wollten wir halt zusehen, dass wir die zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung fertig machen. Dafür fehlt uns noch ein System, was dann automatisch schießt sozusagen. Der Thomas Stehler hatte das auch rausgefunden und hat gesagt, das brauchst du. Dann kannst du auch das machen. Er hat das getestet und ja, uns fehlt jetzt dieses automatische System wohl, dass das... dass die Station sich dann selbst verteidigt. Da müssen wir dann schauen, dass wir das irgendwo herkriegen, ne? Das würde ich sagen, gucken wir dann nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir das Ganze weg? Gute Frage, ne? Nächste Frage. Die Besatzung des Schiffs, 2-3 wurde bezahlt. Okay, dann haben wir hier jetzt das Problem... Warte mal, haben wir auf dieser Station jetzt Dingens stationiert? Sag schon, Flieger. Neue Staffel nicht genug Raumjägerkontrollsysteme. Achso, die Raumjägerkontrollsysteme brauchen wir dafür noch. Nicht das automatische Schießen oder das auch noch? Das wahrscheinlich auch noch. Okay, dann steigen wir wieder unser Schiff ein. Jetzt ist es zu fragen und zu überlegen, was wir hier in diesem Sektor. Ach, wir müssen ja jetzt N drücken und nicht mehr F9. Hier ist aber nichts zu finden. Ah, hier gibt es Güter. Und Bergleute, okay. Ach, die kann man hier bekommen, schätze ich mal, ne? Schwarze Bretter ist nichts. Haben sie auch geändert. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Karte. Sonderasteroid stellen wir ins Feld. Ach, das ist hier nebenan gewesen. Okay, und hier haben wir... Da ist so ein kleines Symbol dran. Handelsposten mit Herstellern. Ich weiß jetzt nicht, was dieses kleine Symbol da drunter macht. Ist das eine Heimat? Casino, Ressourcen, Schiffsgemüse, Lasermodular, Leiter vom Ausrüstungsdock. Das ist jetzt ein Tor oder nee, das ist auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, Koordinaten ins System eingeben, ausrichten. Computer ist fertig. Hyperraumantrieb aufladen und los geht's. Schauen wir mal, ob wir da was im Ausrüstungsstock finden, ne? So, jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir es noch finden, da unten. Ausrüstungsdock, Ausruf, auswählen. Ausrüstung handeln. Hier sind die Dingens, die Laser. Da ist ein Standard-Air-Bergbau aus Naonit. Den könnten wir einkaufen. Wir haben noch 3 Minuten. Jetzt wird es wahrscheinlich schwierig sein, da anzudocken, ne? Tiefsten Scannen, Geschützkontrollsystem, Höchstgeschwindigkeit überbacker, Volt-T-Generator abstecken. Radarverstärker, Geschützkontrollsystem, Autogeschützkontrollsystem. Vielleicht brauchen wir das. Autogeschützkontrollsystem fügt die Schützturmslots für unabhängige Türme zu. Ne, das ist eher nicht. K, Beschleuniger, Antriebssysteme, Basishandels. Ja, Raumjäger. Hier ist es nicht bei. Sonstiges. Ja. Sieht auch nicht so aus, dass das das ist. Torpedos ist klar. Ich glaube, wir fliegen da erstmal hin, weil in 3 Minuten kommt da sowieso was Neues. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwo vorbeikommen. Ach so, ja. Hier sind die Asteroiden alle drumherum. Okay, wir sind schon gedockt jetzt auf jeden Fall. So, jetzt nochmal. Nochmal, Mining-Geschützturm. Machen wir erstmal hier. Energie zu Schildumwandlern. Nee. Geschützturm-Kontrollsystem.
Da werden mehr Systeme, ne? Aber glaub nicht, dass das jetzt dafür da ist, dass die automatisch schießen. Teamscan oder Verstärker T32-Detektor. Drucker, Volt-T-Generator-Subsystem R-Gamma. Volt-T-Generator-Subsystem R-Gamma. Aufladerate plus 24 bei Feststellen nicht aktiv. Aufladerate. Okay, Aufdecken R1. Hyperraumverstärker-Subsystem. Plus 0,8 Radarreichweite plus 1. Nee. Radarverstärker ist klar. BD 3000 Beschützer. Macht das Schild besser. Geschützkontrollsystem. Autogeschützkontrollsystem. T1 im Frachtraum. Beweiterung. Generatorverstärker. Beschleunigungsantriebssysteme. Basishandelssystem. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt warten, bis der da umschwenkt. Vielleicht haben wir dann die Chance, hier was zu bekommen. Was das ist eine Schuld, wenn du dein Schiff nicht aus Titan baust, dann ist es wahnsinnig leichter als Eisen. Okay. Da ist ein Handelssystem. Da ist ein Casino. Ja, lass uns mal gerade reingucken, was es hier noch gibt. Militärische Apparatur, Ausrüstung, Schiffswerf, Handelsposten. Finde die verschwundenen Frachter. Lieferung Erz. Okay, das sind die Aufgaben, die man hier direkt sehen kann, oder? Wie sehe ich das? Das ist aber cool, oder? Oh, hier gibt es auch zwei Aufgaben. Lieferung Gemüse und Ressourcenknappheit 150 Energiezellen. Okay, das ist cool. Ne, das hier. Hier sieht man, was hier gibt. Kapitän, Draufgänger. Oh, hier gibt es sogar Kapitäne zu bekommen. Alles klar, auch sehr schön. Sieht man da auch sofort. Auch cool. Hier, Energieröhren. Ach, hier sieht man auch schon gleich, was es gibt. Noch besser, ne? Auch sehr schön. Gemüse und Sauerstoff gibt es da. Die haben Leiter und die haben Lasermodulatoren. Und die wollen das haben. Sehr schöne Übersicht, oder? Kann man genau sehen, wo man was kriegt und wo man was abgibt. Wunderbar. Handelsposten. Ausrüstungsdock. Und da ist die Zeit jetzt, denke ich mal, abgelaufen, dass wir da nochmal reingehen können. Ja. Und Doppellasergeschützturm. Elite aufbereitender Bergbaulaser. Okay. Nobel Duo Flak. Okay. Dreifach plasmatische Aufbereitung. Da ist jetzt nichts bei, wo ich sage, das brauche ich. Das ist ein Batteriebooster. Energiespeicher plus 51%. Das hört sich sehr gut an. Geschützkontrollsystem. Frachtraumerweiterung. Generator, Beschleunigungsantriebssysteme, Radarverstärker, Radarverstärker, Geschützkontrollsystem. Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch nicht das gefunden, was wir wollen. Mannschaftstransporter, okay. Und hier sind ja alles nicht Sachen. Erlaubt dir einen Sektor umzubenennen, falls du oder einen Ansichten kontrollieren, okay. Das eine Nacht für andere nur der Besitz des Senders kann die Nacht ändern. Okay. Und das sind die Torpedos. Ja, das war's dann wohl, ne? Ja, beim Ausrüstungsdock gibt es das jetzt nicht unbedingt, ne? Da ist ein Ressourcendepot, aber das ist ja auch nicht jetzt irgendwie. Ressourcen kann man da handeln. Das ist weg. Einmal bitte vorbei. Okay, dann haben wir uns ein Damage geholt. Leiterfabrik ist das okay. Ich dachte, das wäre jetzt hier. Da ist die Werft.
Schiff bauen, Reparaturdock, Güterhandel, Crew. Okay. Okay, da können wir die Schiffe bauen, ne? Gründungsschiff machen und so, ist klar. Dann können wir eine Station gründen dadurch. Okay. Aber das ist jetzt gerade nicht unser Ziel. Unser Ziel ist gerade zu schauen, dass wir irgendwo... Kriegsroboter. Raumjägerfabrik. Ich fliege mal dahin, vielleicht... Da ist auch ein Ausrüstung. Nee, Antriebs. Ja, da gibt es Raumjäger auf jeden Fall. Wir können ja mal gucken. Report Ausrüstungsdock. Aber Raumjäger gibt es hier nicht, ne? Wäre jetzt ideal, wenn wir beide Positionen hätten. Da gibt es ein Tor. Da ist der Schlitz. Da kommen wir sowieso nicht drüber. Raumjägerfabrik gibt es da. Handelsposten. Computer Mainframe Fabrik. Raumjäger, Computer Mainframe. Handelsposten, ne? Raumjäger werden an jeder Ecke gemacht, so gefühlt. Handelsposten. Ausrüstungsdock, Schiffswerft, keine Raumjäger, oder? Ne. Hier gibt's. Nicht das, was ich brauche. Da ist die Kante wieder. Gibt es hier keine Dingens? Drei Schiffe. Waffenfabrik, Waffenfabrik Zulieferer. Ich hätte gern Ausrüstungsdock und gleichzeitig auch noch eine Raumjägerfabrik. Wir werden schon wahrscheinlich alles besuchen können. Piraten greifen den Sektor an. Sehr schön. Wo sind sie denn? Da unten. Ja. War das schon kaputt? Sind schon alle kaputt. Wer fliegt denn hier alles rum? Okay, dann nicht. Sind da irgendwelche schicken Teile noch übergeworden? Nee, leider nicht. Okay, Karte. Ausrüstungsdock. Koordinaten eingeben. Wir fliegen dahin. Wo ist es? Da ist es. Die Richtung einschlagen. Und dann springen wir darüber. Weg sind wir, ne? Gucken wir uns das an beim Ausrüstungsdock, ob wir da was finden. N. Ausrüstungsdock. F. Ausrüstung handeln. Ziviles Geschützkontrollsystem. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz, ne, ob das das ist oder nicht. Schutzkontrollsystem, Wiederkonstruktion, wenn ihr wollt. Das ist alles das nicht, was ich brauche. Jetzt haben wir hier noch Anti-Fighter-Geschützturm. Super aufbereitender Bergbauer. Macht Raffination. Dann heißen die nicht mehr R. Kann das sein? Edelstein beim Abbau zu Ressourcen. Raffination. Also ich muss nicht mehr nach R gucken, sondern man kann hier dieses auch wahrscheinlich daneben. Da ist aber auch ein R, ne? Profi-Air-Bergbau. Aber da steht nicht Raffination, ne?
Zerlegt Stein in Erze. Veredelt Stein beim Abbau zu Ressourcen. Ja, gute Frage, ne? Ja, irgendwie kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das, was ich haben möchte, hier finde. Point Defense Laserjäger. Ja, das ist jetzt doof, oder? Was gibt's hier alles? Forschungsstation, Reparaturdock. Oh, hier gibt es tatsächlich eine Raumjägerfabrik. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ausrüstung handeln. Plasmajäger? Nee, gibt's nur Jäger. Ich hatte die Hoffnung, dass ich jetzt hier vielleicht ein Dingens finde. Wie heißt es? So ein System. Aber das war wohl nichts. Okay. Fusionsgeneratorfabrik, Raumjägerfabrik. Auch nicht. Eingeben die Koordinaten. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt kriegt. Das ist die nächste Frage, ne? Überraumantrieb wird noch abgekühlt, aber da lädt er schon. Und da sind wir auch schon weg. So, schauen wir schnell nochmal da rein. Was da gibt. Wo ist es? Da oben. Ne, ist ein Ausrufezeichen. Da unten. Regenerierender Abschirmer. Autogeschützkontrollsystem. Ich habe fast die Vermutung, dass die Dinger das sind, oder? Aber was mir immer noch fehlt, ist das für die Dingens. Wie heißt es? Für die Jäger. Tja, das ist schwierig. Oder vertue ich mich da jetzt und ich kann es nur selber bauen. Aber ich denke nicht, ne? Schützturmbasis, Torpedolagerraum, Torpedoschampe, Produktion, Flugschreiber, Dock. Das ist ja für die anderen Schiffe. Haben wir gebaut, ja. Energiecontainer, Generator, Integritätsfeldgenerator, Computerkern, Überraumkern, Transporter, Akademie, Klonkapseln, Solarpanel. Emblem. Entschuldigung. Ist aber jetzt nichts bei, oder? Und dann sind wir durch. Da gibt es das nächste Material dann, ne? Und ich glaube, sie sind immer alle gleichzeitig angezeigt, auch wenn es hier ab und zu zum Beispiel das nicht gibt in dem Material. Schiffsname. Oder gibt es das nur als Avarium zum Beispiel? Nee, ne? Nee, sieht jetzt nicht so aus. Geschützturm Basis, Torpedolagerraum. Dock. Hangar. Nee, ich glaube, selber bauen kann ich das auch nicht. Ja, da weiß ich auch nicht. Da muss ich nochmal gucken, ob wir das rausfinden. Vielleicht weiß der Thomas Stehler das, wo ich das finden kann. Ob das wirklich so ist, dass man das nur beim was sagt er denn hier eigentlich? Es gibt ein Schiffswerft in diesem Sektor. Du kannst hier Fortschritte mit Blöcke bauen. Okay.
Okay. Vielleicht muss ich dann doch mal zur Schiffswehr fliegen, oder? Aber das machen wir, denke ich mal, alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.